Willkommen Trader zum Blick in die Märkte am heutigen Dienstag, zweiter Handelstag der Woche, und da wird es Zeit, einmal das Währungspaar oder die Währungspaare britischer Pfund, US-Dollar, Euro-britischer Pfund und Euro-Hongkong-Dollar genauer unter die Lupe zu nehmen. Ersteres Währungspaar hatten wir gestern schon mal in der Zuschauerfrage. Da hat sich gestern allerdings im Handelstag einiges Interessantes ergeben, was uns durchaus in eine schöne Situation für den ein oder anderen Trade oder die ein oder andere Trading-Idee bringen kann. Das Ganze gleich in der Live-Analyse. Erst einmal aber danke für die guten Morgengrüße und der Wunsch oder die Bitte, wer Fragen hat, bitte einfach hinein in die Chats hier auf GoToWebinar und auch auf Facebook. Und dann gehe ich sehr, sehr gern auf die ein oder andere Frage oder den Wunschmarkt mit ein. Bevor wir ins Webinar starten, wie immer der Risikohinweis, bitte in Gänze zur Kenntnis zu nehmen, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Das dazu und damit die Nachrichten für den heutigen Handelstag. Heute ist Tag der ZEW, das heißt, wir bekommen um 11 Uhr alle Daten rund um die aktuelle Lage in Deutschland. Die Konjunkturerwartungen spielen ja natürlich auch eine sehr, sehr große Rolle. Am Nachmittag dann, beziehungsweise am frühen Nachmittag, oder was haben wir hier, 11.30 Uhr, also noch vor der Mittagszeit, die erste Rede eines FOMC-Mitglieds, am Abend dann ein zweites aus den USA. Morgen ist ja eine Rede von Powell. Das spielt heute wahrscheinlich noch keine gigantisch große Rolle, aber möglicherweise spielt das ein oder andere schon in den Markt rein, wobei ich mal davon ausgehe, dass das, was der Powell sagt, nichts Neues sein wird. Wir haben ja schon die Ankündigung bekommen, dass es mit dem Thema Zinssenkung wo erstmal eine Pause geben wird, weil die Wirtschaft sich doch relativ vernünftig entwickelt. Aber schauen wir mal, das spielt dann morgen eine Rolle. Ansonsten heute keine gravierenden Nachrichten. Gestern gab es allerdings eine Nachricht, die hat doch deutlichen Einfluss auf einen Markt gehabt, nämlich auf den Markt, der mit dem britischen Pfund zusammenhing. Es gab die Nachricht, dass die Brexit-Partei nicht so aggressiv auftreten wird. Das heißt, in bestimmten Stellen gar nicht erst als, sage ich mal, Wahlpartner auch auftritt. Das unterstützt natürlich Johnson und das hat hier den britischen Pfund gestern ordentlich, wir sehen es hier, unter die Arme gegriffen. Der Markt ist hier nach oben geschnellt und so, wie wir das gestern auch besprochen hatten, gestern früh, wo ich gesagt hatte, hier morgens, wir sind hier unten reingelaufen in eine ordentliche Abwärtsbewegung und hier habe ich auch diesen Trend nach unten einmal markiert als Gegentrend zu dieser starken, langen Bewegung hier oben rein. Wir haben jetzt hier einen validen Abwärtstrend, der hat sein Tief gefunden um die Marke von 1,27684. Das war das Tief dieser Kerze hier vom Freitag letzter Woche. Das ist auch irgendwo so ein bisschen der Bereich dieser größeren Unterstützung hier. Das zoome ich mal kurz etwas näher zusammen. Hier, wenn wir es mal sehen, wir haben hier drüben einen Bereich gehabt um die 1,275. Das hat eine ganze Weile als Widerstand gegolten. Jetzt sind wir drüber gegangen und da haben wir natürlich, wenn wir diesen Punkt wieder berühren, immer mal wieder die Situation, dass solche Unterstützungen vom Markt auch erst einmal gehalten werden. Wichtig ist, was jetzt kommen wird, denn so wie wir das gestern Morgen schon besprochen hatten, wir sind hier unten rumgedreht, wir haben es besprochen und wir hatten hier einige Anlaufpunkte auf der Oberseite durch diesen Abwärtstrend, den man in der Stunde sieht, und einiges davon ist gestern wirklich auch direkt mit abgefrühstückt worden, und da ist es jetzt wichtig zu sehen, wie es weitergeht. Ist das jetzt hier nur ein kleines Luftholen? Und dann dreht der Markt wieder nach oben rum. Dann haben wir nämlich erst einmal im Sinne dieses Abwärtstrends Luft bis hier oben rein, bis ins Hoch um die Marke von 1,29725. Und da gibt es dann natürlich mit Blick in die Stunde, sieht man es auch besser, noch einige Anlaufpunkte zur Oberseite hin. Hier, wir sehen es erst einmal selbstredend, das Hoch, was wir hier gehabt haben. Und der hat auch relativ genau an diesem Korrekturhoch gedreht. Die Marke von 1,28975, dann folgt hier oben noch ein Korrekturhoch bei 1,2977 und dann haben wir hier den Weg nach oben rein. Hier hat man auch nochmal einen kurzen Haltepunkt, aber die wichtigen Marken, die stehen dann hier oben am Trendhoch bei 1,29725 bzw. 55 am Hoch. Dann dort oben, das kann als korrektive Phase kommen, aber ob es kommt, wissen wir nicht. Das wird uns allerdings dieser kleine Stundenchart ja relativ gut auch verraten, weil wir sehen es, er geht schon wieder in Richtung abwärts. Heißt also an dieser Stelle hier, wir sehen es halt auch, der Markt hat jetzt korrigiert. Und wenn er hier unten drunter laufen sollte, dann ist das erst einmal ein Zeichen, dass wir hier wieder deutlich in Richtung dieser unteren Marke laufen. Und da haben wir dann wiederum die Chance,
ganz klar wieder hier Richtung Tief zu laufen. Das heißt, dass wir uns dann wieder damit beschäftigen sollten, dass wir hier das Tagestief von gestern einmal anlaufen. Das haben wir gehabt bei 1,27854 beziehungsweise hier unten dieses Zwischentief bei 1,27684. Und wenn wir uns das mal, was gestern geschehen ist, in der Konstellation zu diesem laufenden Abwärtstrend hier anschauen, dann sehen wir halt auch, dass wir schon eine ordentlich tiefe Korrektur gesehen haben. Das heißt, wir haben locker mal 50% dieser Abwärtsbewegung aus dem Markt rausgenommen, also als Korrektur, und jetzt drehen wir rum. Und wie schon gesagt, wenn sich dann ein Abwärtstrend bildet, dann haben wir hier die Umkehr der Nachfrage, und das sorgt dann natürlich gerne mal dafür, dass der Markt uns den Gefallen tut und wieder in Richtung dieses Trends hier läuft. Und dann haben wir, wie schon gesagt, kurzfristig erst einmal die Chance, wieder ins Trendtief reinzulaufen, beziehungsweise wenn sich es dann fortsetzt, uns hier unten in Richtung dieses Ausbruchslevel. Es ist auch das Level, als dieser blau markierte Trend hier entstanden ist, um die Marke von 1,25821 reinzulaufen. Das Potenzial steht uns auf alle Fälle offen, wenn der Markt hier oben rumdreht und unter dieses Trendtief fällt. Und in diesem Kontext mit dem britischen Pfund bleiben wir auch gleich einmal. Wir schauen uns hier noch eine Situationsänderung im Währungspaar Euro-britisches Pfund gleich mal noch mit an. Auch hier nehme ich die runden Marken mal mit raus. Und damit geht das Ganze weg. So, da haben wir es. Und hier sehen wir nämlich eine schöne Situation. Gesprochen hatten wir hier schon des Öfteren über diese, ja, sag ich mal, mehr oder weniger seitwärts laufende Situation. Als wir hier unten, sag ich mal, die Unterstützung hatten bei 0,85748, da hatten wir das Trendtief, da wollte der Markt nicht runter, oben drüber wollte aber auch nicht richtig hier, da sind wir immer wieder oben umgekehrt, das Zwischenhoch haben wir hier gehabt bei 0,86761, aber gestern kam es dann dazu, dass wir hier unter dieses Trendtief drunter gelaufen sind. Und damit hat sich aus technischer Sicht der Abwärtstrend fortgesetzt. Das heißt, das, was wir hier trendig nach unten sehen, hat hier eine ganze lange Zeit Seitwärtslauf gehabt. Und gestern ist der Markt unten drunter gelaufen. Und das hat jetzt sozusagen den Trend fortgesetzt und hat damit auch das Potenzial für einen weiteren Abwärtsschub. Also unter das Tagestief von gestern, wenn es hier drunter läuft, setzt sich die ganze Abwärtsbewegung fort. Und der nächste Anlaufpunkt, den sehen wir dann hier. Ich mache es mal noch ein kleines Stückchen kleiner. Wir haben hier drüben einen Boden, einen Unterstützungsbereich um die Marke von über den Daumen 0,84850. Und das Ganze hier, das hat hier drüben im Jahr 2019 schon häufiger für einen Abpraller gesorgt nach oben hin. Und hier stellt sich dann natürlich die Frage, warum soll das jetzt nicht wieder so sein? Das heißt, wenn diese Bewegung nach unten hin weitergeht, haben wir durchaus die Chance, auch direkt unten reinzulaufen. Auch wenn man sich mal den Measured Move anschaut, mal so ganz grob von hier oben nach hier unten mal ausgemessen, wo der Ausbruch kam und das einfach mal unten ans Ausbruchslevel dran liegt, dann sieht man mal, aktuell hat der Trend, wenn der Verlauf normal weitergeht, schon die Chance, in seinem nächsten Move oder im aktuellen Move hier den Bereich nach unten mit anzulaufen und die Marke von 0,84850 ins Visier zu nehmen. Kommt es zum Abprall und das Verharren hier drinne wieder, ja gut, dann muss man einfach mal schauen, was da so kommt. Auf alle Fälle, wenn es zum, sage ich mal, für die kurzfristigen Trader hier zu einem Rebound kommt, dann wäre als nächstes mal hier oben der Bereich der roten Linie zu sehen, 0,86577, beziehungsweise hier oben das aktuelle Zwischenhoch bei 0,86761. Das sind mal die Marker hier auf der Uhr, wenn dieses lethargische eventuell weitergehen sollte. Das muss man dann sehen, aber wenn wir hier drunter laufen, dann haben wir gute Chancen, hier schön die Bewegung nach unten mit fortzusetzen. Und damit bleiben wir noch beim Euro. Wir gehen weg vom britischen Pfund und wir schauen mal wieder auf das Währungspaar Euro-Hongkong-Dollar. Jetzt muss ich nur den richtigen Chart erwischen. Ja, das war der falsche Chart. Das heißt, an dieser Stelle muss ich hier vorne rein. So, Euro-Hongkong-Dollar haben wir hier sehr, sehr schön gesehen. Wir haben es gesehen, vor kurzem haben wir drüber gesprochen, als wir hier nach oben rausgelaufen sind mit dieser schönen dynamischen Bewegung in Blau markiert, hat hier auch einen leichten trendigen Verlauf gehabt, hat hier das Hoch dieses Abwärtstrends rausgenommen, damit diesen Abwärtstrend erst einmal egalisiert und dann, ja, dann kam nichts. Erst einmal natürlich hier die schöne Flagge in der Abwärtsbewegung, die wurde auch sehr gut getriggert. Das ist immer das Schöne, dass solche Muster, solche Flaggen, solche bullischen Flaggen auch gut funktionieren. Aber
Ich hatte es damals auch gesagt, zumindest glaube ich, dass ich das getan habe, weil das die normale Handlungsweise von mir ist. Solange wie ich noch keinen Aufwärtstrend habe, gehe ich bei bullischen Flaggen nicht davon aus, dass wir einfach hier oben drüber laufen. Also es zu einer Fortsetzung dieser Dynamik kommt, sondern hier haben wir immer auch die latente Gefahr, dass wenn der Ausbruch kommt, der Markt nicht die Kraft hat, hier oben drüber zu laufen. Und genauso ist es auch hier gekommen. Wir haben vorher rumgedreht, mittlerweile einen Abwärtstrend gebildet, der auch in eine ordentliche Bewegung reingelaufen ist. Und dann haben wir hier mit Blick in diesen Chart, ja hier drüben, diesen Bereich um die Marke von 8,62,1 gehabt. Hier, das ist dieser grün markierte Bereich. Da gab es häufig mal Abprall. Hier, wir sehen das in der Stunde, glaube ich, besser. Ich gehe mal ganz kurz in die Stunde rein, wo wir das gut sehen können. Ich hoffe, soweit kommen wir noch zurück. Ja, hier schaut es mal, das war der Aufschub nach oben. Und hier sind wir in der Stunde, konnte man das sehr schön sehen, immer mal wieder reingelaufen. Dann hat der Markt nach unten nochmal korrigiert und ist dann erst oben drüber gegangen. Das heißt, das war dort drüben die Widerstandslinie und die ist dann zur Unterstützungslinie geworden. Und dass diese Unterstützung wohl Relevanz hat, das sehen wir hier drüben, ne? Hier haben wir getestet, hier haben wir getestet, hier haben wir getestet und das, der Test war gestern. Und gestern sind wir dann hochgelaufen. Also wir haben gestern einen ersten, sage ich mal, Gegenbewegungsversuch gesehen. Aber wir haben aktuell hier, schaut euch mal an, was wir hier in der Stunde sehen. Das ist die Bewegung auf Tagesbasis und das ist mal der Trend, der hier in der Stunde läuft. Ja? Also dieser Bewegungstrend an dieser Sache und der ist weiterhin ganz klar abwärts gerichtet. Und hier haben wir halt auch schon wieder die Umkehr gehabt. Und wenn wir uns das Ganze jetzt mal im Kleinen anschauen wollen, also diejenigen, die das im kurzfristigen Bereich traden wollen, die schauen hier einfach mal hin auf diese Tatsache, was wir hier haben. Wir haben hier unten jetzt einen leichten Bereich drin, einen leichten Boden drinnen. Ich skizziere das mal ganz kurz so. Hier unten leichter Boden, hier an dieser Stelle. Und wir haben hier abfallende Hochs. Ja? Das heißt, was wir hier sehen, ist ein abfallendes Dreieck mehr oder weniger und das Ganze verortet in einem Abwärtstrend. Das ist häufig ein Zeichen dafür, dass hier es kurz davor, also dass das das ist ein Muster für die Fortsetzung des Trends, also ein Trendfortsetzungsmuster. Und da wir in einem Abwärtstrend hier verortet sind, würde es mich nicht wundern, wenn wir direkt drunter durchbrechen und das Ganze nach unten wechseln. Dann wäre es natürlich die, sage ich mal, perfekte Konstellation, unter das aktuelle Bewegungstief drunter zu laufen, das Ganze fortzusetzen und weiter nach unten zu laufen. Und der nächste Marker, den hätten wir dann natürlich auch hier in diesem Schub nach oben. Das ist das Tief dieser Aufwärtsbewegung hier. Das Zwischentief um die Marke von 8,58,225. Und das ist übrigens auch sehr, sehr schön im Stundentrend zu sehen. Da muss ich nur noch etwas den Chart nochmal zusammenraffen. Und da sehen wir es nämlich hier. Hier haben wir den Aufwärtsschub gehabt, die Korrektur und dann den starken Move nach oben. Und das ist halt ein relevantes Level. Das hat Marktbeachtung gefunden. Hier drüben war es Widerstandslevel. Hier ist es dann zur Unterstützung geworden. Hier hat die Unterstützung auch gehalten. Da haben wir gute Chancen, nach unten reinzulaufen. Das heißt, wenn wir hier unter das Tief drunter laufen, haben wir das Potenzial nach unten offen hier in Richtung 8,58,225. Und die Umkehr ist ja schon im vollen Gange, wie ich schon gesagt, wenn das ganze Ding nach unten wegbricht, haben wir ein bestätigtes Short-Korrekturmuster und damit haben wir die Türe offen fürs Trendtief bzw. den Weg in die weitere Bewegung auch auf der Tagesbasis. Das ist das, was uns die Charts hier in der Stunde und im Tag am Hongkong-Dollar hier mitgeben. Das zu den aktuellen Charts. Jetzt schaue ich mal in die Fragefelder rein. Fragen in GoToWebinar haben wir keine. Jetzt schaue ich mal alles, was auf Facebook kam. Hier ist heute auch wieder einiges los. Gucken wir mal, ob Fragen aktuell kommen. Nein, da sehe ich nichts. Das heißt, hier an dieser Stelle sage ich mal danke für die Zeit. Nö, wir haben noch einen kurzen Moment. Es ist heute erst 3:15. Das sage ich mal. Mache ich mal noch was hinten dran. Ein bisschen Luft haben wir ja noch. Wir gucken uns mal kurz den DAX an. Der DAX, der hat ja gestern ein bisschen korrigiert. Heute kriegen wir wichtige Daten um 11. Das muss man immer so ein bisschen mit dem Kopf haben. Also es könnte schon relativ schnell gehen, dass wir dann wieder Dynamik nach unten oder oben sehen. Wir wissen ja nicht genau, was kommt. Aber wenn wir uns das Ganze mal in der Technik anschauen, dann sehen wir halt einen schönen weiteren Aufwärtslauf. Was wir hier sehen, ja, das war der Trend des gestrigen Tages, der Abwärtstrend, nur der ist mittlerweile wieder rumgedreht. Und wenn wir das einfach mal sehen, hier in diesem Kontext auch rein, hoppala, das ist aber nicht gut, wir brauchen grün. Wenn man diesen Kontext mal betrachtet, hier einfach mal aus Trendsicht, dann haben wir hier den
Aufwärtstrend am Laufen. Also hier unten das letzte Korrekturtief, hier oben der Ausbruchsbereich. Und das, was wir jetzt hier gesehen haben, war erst einmal nur die Korrektur des Ganzen. Hier war das Hoch des letzten Abwärtstrends, also hier lief ja der Trend nach unten. Und wer die Stunde hier beispielsweise als Richtungsgeber nennt oder nimmt, der wird das Ganze in den kleineren Zeiteinheiten sehr, sehr schön sehen können. Nämlich, wenn wir uns das Ganze hier mal anschauen, hier an dieser Stelle, schaut's, das ist der Bewegungstrend der Stunde. Den sieht man sehr, sehr schön, auch mit seinen Hochs und Tiefs. Das sieht man sehr, sehr schön am Laufen. Und schaut euch das mal an. Hier haben wir das letzte Hoch rausgenommen. Also hier drüben war das letzte Trendhoch der Stunde. Wir sind dann quasi mit einem validen Aufwärtstrend darüber gelaufen. Hier ist der Aufwärtstrend entstanden. Hier haben wir es hoch rausgenommen. Jetzt korrigiert dieser Aufwärtstrend. Also das heißt, der Trend, der kleinere, also die Stunde, läuft schon wieder in Richtung des Aufwärtstrends des Tages. Und hier haben wir jetzt gute Karten, wenn sich es fortsetzt, weiter nach oben hin zu laufen. Wohlgemerkt, das ist jetzt reine Charttechnik, hat noch nichts damit zu tun, was nachher möglicherweise beim ZEW rauskommt. Das heißt, an dieser Stelle, die Technik sagt, wir haben die Umkehr der Nachfrage schon gehabt, wir haben ein ordentliches Stück korrigiert. Wenn wir uns das mal anschauen hier an dieser Stelle, die letzte Bewegung, wir gehen noch mal kurz in den Stundenchart zurück. Hier, das war die letzte Bewegung, die ist ordentlich tief korrigiert worden. Jetzt haben wir hier die Umkehr der Nachfrage gehabt und damit die Chancen weiter offen für die Bullen, hier ins Hoch zu laufen bei knapp 13.300 Zählern und dann hier uns weiter in Richtung Allzeithoch vorzubewegen. Wie schon gesagt, ob es so kommt, müssen wir sehen. Aber es schaut auf alle Fälle erst einmal schon wieder relativ gut an dieser Stelle aus. Das zum DAX. Und damit würde ich sagen, auf geht's in den Handel. In ein paar Minuten haben wir es, offizieller Marktstart, allen gute Trades. Ich hoffe, die ein oder andere Idee konnte heute gegeben werden, gerade auch vielleicht im britischen Pfund US-Dollar oder im Euro-britischen Pfund. Ansonsten, wir hören und sehen uns morgen wieder, 8.30 Uhr geht's los zur Besprechung. Der Handelsideen-Blog gibt's vorher und damit allen gute und erfolgreiche Trades für den heutigen Dienstag. Bye-bye.